Hallo, liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu dieser Einheit über die apostolischen Väter. Wir haben uns bisher mit der äußeren Ausbreitung der christlichen Gemeinden beschäftigt in den ersten Jahrzehnten. Jetzt kommen wir zu der inneren Entwicklung des frühen Christentums. Wir wollen herausfinden, wie haben die ersten Christen geglaubt? Was haben Sie für Vorstellungen gehabt? Wie sah so das innere Leben der ersten Christen aus? Dazu brauchen wir Quellen. Das geht nur über Schriftstücke, die die ersten Christen hinterlassen haben. Wir haben das ja schon in neutestamentlicher Zeit so. Aus der Urgemeinde kennen wir die Briefe, die wir im Neuen Testament haben. Und daraus können wir gut ableiten, wie die ersten Christen in den ersten Jahrzehnten gelebt und geglaubt haben. Und jetzt entsteht die Frage, wie ging es danach weiter? Wie ging es im Ende des ersten Jahrhunderts und im zweiten Jahrhundert weiter? Man kann bei diesen Schriften verschiedene Dimensionen unterscheiden. Es gibt Schriften, die sind nach außen gerichtet. Die wenden sich an Menschen, die keine Christen sind. Und es gibt Schriften, die sind nach innen gerichtet. Sie wenden sich an Gemeindemitglieder. Und bei diesen beiden Kategorien gibt es wiederum zwei Dimensionen. Die einen Schriften sind eher offensiv, angriffig, und die anderen Schriften sind eher defensiv, verteidigend. Man könnte sagen, die Schriften, die so nach innen gerichtet sind und die sich vor allem offensiv damit beschäftigen, den Christen etwas zu erläutern und zu erklären, das könnte man heute dogmatische Schriften nennen. Das ist Dogmatik. Den Christen wird Lehre beigebracht. Dann gibt es Schriften, die nach innen in die Gemeinde gerichtet sind, die aber eher angriffig sich mit Irrlehren innerhalb der Gemeinde beschäftigen. Sie antworten schon auf etwas, was da aufgetreten ist. Das nennt man Polemik. Polemos auf Griechisch Kampfkrieg, Streit. Diese polemischen Schriften wenden sich also gegen Irrlehre in der Gemeinde. Dogmatische Schriften vertreten positiv Lehre, die den Christen beigebracht werden muss. Genauso gibt es dann nach außen hin zwei verschiedene Arten von Schriften. Das eine, das nennt man Apologetik. Apologetische Schriften verteidigen den christlichen Glauben gegen Angriffe von außen. Also es kann sein, dass irgendein Heide eine Schrift geschrieben hat gegen die Christenheit, gegen das Christentum, und jetzt treten Christen auf, die das Christentum verteidigen. Mit dieser Apologetik beschäftigen wir uns dann im nächsten Video. Genauso gibt es aber auch Schriften, die selber offensiv quasi angreifen, nach außen hin, die Menschen in Frage stellen wollen, die Menschen herausfordern wollen. Man könnte das evangelistische Schriften nennen. Emil Brunner hat das Eristik genannt, die Kunst zu disputieren. Also Schriften, die Menschen überhaupt erstmal interessieren wollen für den christlichen Glauben. Wir beschäftigen uns jetzt in diesem Video mit Schriften, die nach innen hin die christliche Lehre erläutern. Also das heißt mit dogmatischen Schriften, wo wir sehen, wie den Gemeinden der christliche Glaube Anfang des zweiten Jahrhunderts erklärt wird. Und diese Schriften, diese ersten Schriften, die wir nach der Zeit des Neuen Testaments haben, die nennt man apostolische Väter. Woher kommt dieser Begriff? Es ist tatsächlich ein etwas seltsamer Begriff, der sich auch erst im 17. Jahrhundert herauskristallisiert hat. Apostolische Väter bedeutet, dass diese Schriften von Menschen geschrieben worden sind, die zumindest theoretisch vorstellbar in einer Zeit gelebt haben, wo sie noch einen Apostel hätten treffen können. Der letzte Apostel, von dem wir so Lebensdaten ungefähr wissen, ist der Apostel Johannes, der irgendwie in den 90er Jahren gestorben sein muss. Das heißt, die Schriften der apostolischen Väter
werden von Menschen geschrieben, die schon in der Zeit der 90er Jahre noch schon gelebt haben, also da theoretisch hätten den Apostel Johannes noch treffen können. Deswegen nennt man sie apostolische Väter, weil sie einen Apostel noch hätten treffen können und insofern noch jemanden durch diesen Kontakt mit jemandem aus dem Jüngerkreis einen direkten Zugang zu Jesus noch hätten haben können. Sie waren natürlich selber keine Apostel. Von daher ist der Name apostolische Väter etwas irreführend. Manche schlagen deshalb vor, dass man diese Schriften eher nachapostolische Väter nennen sollte, Schriften, die nach den Aposteln entstanden sind. Aber der Name hat sich eigentlich in der kirchengeschichtlichen Literatur nicht durchgesetzt. In welcher Zeit haben diese apostolischen Väter gelebt? Es war die Zeit des Römerreichs. Das Römische Reich war sehr pluralistisch. Es gab eine Vielzahl von Kulten, Göttern, die angebetet wurden, die in Tempeln verehrt wurden. Der Kaiser wurde verehrt. Manche waren auch eher philosophisch drauf, waren Stoiker oder Platoniker. Das Judentum, ja, das war bis zum Jahr 70 weit verbreitet. Danach wurde der jüdische Tempel zerstört, die Juden vertrieben. Es verlor im Grunde danach seine große Ausstrahlung. Im Grunde kann man sagen, das Christentum war jetzt so Anfang des 2. Jahrhunderts die einzige Religion, die von sich einen Absolutheitsanspruch behauptete, dass sie die einzige Wahrheit wirklich ist und die sich im ganzen Römischen Reich jetzt ausbreitete. Und deswegen war sie sehr provokant. Christen waren nicht einfach nur noch irgendein zusätzlicher Kult, den man, wenn man möchte, auch noch dazu nehmen konnte, sondern dieser Absolutheitsanspruch, ja, war für viele Leute im Römerreich sehr anstrengend und sehr provozierend. Wie haben die ersten Christen miteinander kommuniziert? Sie lebten sehr weit verstreut. Man verstand sich als eine zusammengehörige Christenheit, als die katholische Kirche, die allgemeine, die es überall gebende Kirche. Aber manche sagen, man war verloren im Raum, bis auf das Gebiet von Kleinasien, also der heutigen Türkei, lebten Christen sehr verstreut. Manchmal gab es den nächsten christlichen Hauskreis erst 100 Kilometer weiter weg. Wie konnte man da überhaupt miteinander Verbindung halten und ja, einen gemeinsamen Glauben entwickeln? Es hätte ja auch sein können, dass diese weit verstreuten Hausgemeinden sich in völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln und unterschiedliche Vorstellungen entwickeln. Wie blieb man da bei einem Glauben zusammen? Dies gelang durch Schriftwechsel. Man schrieb sich gegenseitig Briefe, man tauschte Schriften aus, man vor allem natürlich die neutestamentlichen Schriften, aber auch darüber hinaus wurden Schriften abgeschrieben, unter den Gemeinden verteilt, so dass man erfahren konnte, was denken die anderen, was glauben die anderen, was sagen unsere Bischöfe, wie wir zu glauben haben, was ist eigentlich christlicher Glaube. Von diesen Schriften, die wir haben, sind uns aus dieser ersten Zeit, dem frühen 2. Jahrhundert, 9 Schriften erhalten. Diese 9 Schriften nennt man die apostolischen Väter. Ihr habt die auf eurem Skript K004. Ein paar Auszüge gibt es dazu auch in der Quellensammlung KGQ 001. Da kann man schon mal so ein bisschen reinlesen. Wer Näheres dazu wissen will oder die Schriften als Ganze sich anschauen will, hat da verschiedene Möglichkeiten. Wir haben bei uns in der Bibliothek dieses Buch hier, die Apostolischen Väter mit der Signatur 422 APO. Und dort findet ihr die Schriften der Apostolischen Väter auf Griechisch und auf Deutsch. Vollständige Ausgabe.
Da kann man sich ganz wissenschaftlich da hinein vertiefen. Ansonsten haben wir in der Bibliothek diese Reihe grüne Bücher, schon ziemlich alt, ungefähr 50 Stück gibt es davon. Man nennt das die Bibliothek der Kirchenväter. Da gibt es auch diesen Band 35, wo die Schriften der apostolischen Väter gesammelt sind. Das Tolle daran ist, dass diese Bibliothek der Kirchenväter mittlerweile online verfügbar ist. Ihr findet alle Schriften der alten Kirchenväter, also auch der apostolischen Väter, im Internet unter der Adresse bkv.unifr, also unifr.ch. Das heißt also Bibliothek der Kirchenväter, BKV, von der Uni Fribourg, unifr.ch, eine Universität in der Schweiz. Die haben alle diese Schriften der Kirchenväter online verfügbar gemacht. Und das würde ich euch sehr empfehlen, auf diese Seite mal zu schauen und dort die apostolischen Kirchenväter aufzurufen und euch da mal ein bisschen reinzulesen, um so ein Gefühl zu kriegen, was sind das für Schriften und worum geht es dabei. Ich stelle euch ein paar Dinge über diese Schriften jetzt mal vor. Ihr habt die auch auf eurem Skript so als Überblick. Die erste Schrift, um die es da geht, ist der erste Clemensbrief. Tatsächlich ein Brief von einem wahrscheinlich historischen Presbyter Clemens. Ein Schreiben der römischen Gemeinde an die Gemeinde in Korinth. Also wir sehen, wie es schon in neutestamentlichen Zeiten ist, gibt es diese Gemeinden noch, die wir schon vom Neuen Testament kennen. Sie schreiben sich hin und her Briefe und erklären sich gegenseitig, wie sie leben, wie sie glauben, wie sie Autorität verstehen, wie sie Ämter ausbilden. Und dieser erste Clemensbrief, der ist sogar zum Beispiel im Codex Alexandrinus enthalten. Das heißt, die ersten Christen haben teilweise auch geschwankt, ob das vielleicht in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen werden könnte, oder sie fanden den Brief genauso wichtig wie den ersten Korintherbrief von Paulus oder so. Aber es hat sich letztlich bei keiner dieser Schriften der apostolischen Väter so durchgesetzt, dass wir sie heute im Neuen Testament hätten. Die zweite Schrift sind die sogenannten Ignatianen. Das sind sieben Briefe von Ignatius von Antiochien, einem Bischof von Antiochien, der hat dann später den Märtyrertod erlitten. Und von ihm haben wir diese Briefe. Da geht es auch um den Kampf gegen die Gnosis, also es geht um Irrlehre, vor der gewarnt wird. Und es geht um Ämter in der Gemeinde, ums Abendmahl, verschiedene Themen, die Gemeinden so bewegt haben. Die dritte Schrift ist der Polykarpbrief. Bischof Polykarp von Smyrna starb auch 156 als Märtyrer. Aus einer früheren Zeit, so um 110, haben wir diesen Brief von ihm, der zu christlichem Lebenswandel auffordert. Dann haben wir die sogenannten Papias-Fragmente. Das sind, wie gesagt, Fragmente. Also es scheint mal von dem Bischof Papias von Hierapolis ein größeres Werk gegeben zu haben. Und daraus sind nur ein paar Bruchstücke, ein paar herausgerissene Zettel sozusagen enthalten. Ein paar interessante Zettel aber, woraus wir ein bisschen was erfahren können, woher das Markus-Evangelium stammt, wie das mit dem Matthäus-Evangelium gelaufen ist. Und es geht auch ums tausendjährige Reich. Also ein paar spannende, kurze Zitate. Ganz im Gegensatz dazu haben wir eine vollständig erhaltene große Schrift, der Hirte des Hermas. Viele, viele Kapitel. Also wenn man sich hier bei den apostolischen Vätern das anschaut, dann ist der Hirte des Hermas hier so ein Drittel aller apostolischen Väter vom Schriftkorpus her, ist alleine Hirte des Hermas.
Das ist eine sehr skurrile, seltsame Schrift, erinnert vielleicht am ehesten an die Offenbarung des Johannes. Sehr apokalyptisch, sehr Endzeit, sehr viel Buße, sehr viel Visionen. Aber es scheinen manche von den ersten Christen sehr cool gefunden zu haben. Er wird manchmal zitiert, findet sich auch im Codex Sinaiticus, in der angehängt an die Sammlung der neutestamentlichen Schriften. Es geht darum in dieser Schrift, dass die Christenheit ermahnt wird, nicht zu verloddern, nicht in Sünde zurückzufallen, denn Jesus kommt auf jeden Fall bald wieder. Die nächste Schrift, die zu den apostolischen Vätern gehört, ist die sogenannte Didache, also zu Deutsch Lehre. Dieses griechische Wort, also es sieht aus, als Deutscher würde man sagen, das sieht aus wie die Dache, aber es wird auf dem letzten Buchstaben betont und dann noch wie ein Ä ausgesprochen, also Didache. Das ist die Lehre der 12 Apostel, eine Zusammenfassung, die fiktiv den 12 Aposteln zugesprochen wird, ja, es wird gesagt, hier sind so die wichtigsten Lehren für die Gemeinde zusammengefasst. Tatsächlich eine sehr interessante, sehr komprimierte Schrift, von der man sehr viel erfährt, wie in den ersten Gemeinden gelebt wurde, wie Liturgie gemacht wurde, welche Formen sich da verfestigt haben. Dann haben wir als nächstes den Barnabasbrief, ein sehr interessantes Schriftstück, der einen seltsamen Namen hat, denn erstens ist es sicher, dass er nicht von Barnabas ist, nicht von dem Barnabas, der mit Paulus gereist ist. Und das ist auch kein Brief. Es ist eine Abhandlung, die davon handelt, dass das Christentum der wahre Glaube ist. Und zwar vor allem im Gegensatz zum Judentum. Anscheinend haben die Christen Anfeindungen erlitten von Juden, die gesagt haben, ihr seid ja gar nicht der richtige Glaube. Wir Juden sind der wahre Glaube und nicht ihr. Wir haben schon die ganze Tradition und so weiter. Und der Barnabasbrief will jetzt die ersten Christen trösten und ermutigen, sich sicher zu sein, dass wir als Christen der wahre Glaube sind und dass wir das Alte Testament richtig verstehen. Dafür gibt es dann da einige Interpretationen, dass zum Beispiel die Speisegebote gar nicht so gemeint waren, dass man kein Schweinefleisch essen soll, sondern dass man sich von Menschen fernhalten soll, die Schweine sind. So wird also das Alte Testament eher allegorisch interpretiert und den Christen wird Mut gemacht, bei ihrem Glauben fest zu bleiben. Weil das aber ja, sich gegen das Judentum wendet, kann man sagen, das ist also eine Schrift, die antijüdisch ist, die den Juden den wahren Glauben abspricht. Manche sagen deshalb bis heute, es ist eigentlich eine krasse antisemitische Schrift, die man heute nur mit Samthandschuhen anfassen darf. Ich habe über diese Schrift, den Barnabasbrief, neulich mal hier in der Zeitschrift Faszination Bibel einen Artikel geschrieben. Und habe diesen Barnabasbrief analysiert. Der heißt hier, wenn Christen das Judentum abschütteln wollen. Eigentlich hatte ich einen anderen Titel vorgesehen, aber der Verlag wollte das so. Von daher möchte ich. Ja, als letzte beide Schriften haben wir dann noch den zweiten Clemensbrief, was auch kein Brief ist, sondern vielleicht eher eine Art Predigt. Und noch den Diognetbrief. Das ist eher ein Werbebrief für den christlichen Glauben, zwei kleine Schriften noch. Damit hätten wir die 9 apostolischen Väter zusammen. Wenn man sich die jetzt alle so zusammen anschaut und sich überlegt, was kommt da so raus, wie haben die Christen Anfang des 2. Jahrhunderts gelebt und geglaubt, dann muss man eigentlich ein etwas ernüchterndes Fazit ziehen. Denn im Vergleich zum Neuen Testament muss man doch konstatieren, dass da sehr viel
Gesetzlichkeit drin ist, sehr viel Moral, sehr viel Ethik. Die Christen werden ständig ermahnt, sich richtig zu verhalten. Das ist natürlich auch im Neuen Testament so, dass Ethik im Neuen Testament vorkommt. Aber das nimmt jetzt sozusagen Überhand und man hat den Eindruck, christlicher Glaube besteht eigentlich und hauptsächlich daraus, Gebote einzuhalten, ganz ernsthaft auf sein Verhalten zu achten. Und das Wichtigste, was Jesus damit zu tun hat, ist, dass er uns erklärt hat, wie man sich richtig verhält. What would Jesus do? Ist irgendwie das Ein und Alles. Aber aus heutiger Sicht und aus neutestamentlicher Sicht, aus biblischer Sicht ist es eben nicht das Ein und Alles. Von daher muss man sagen, wo bleibt hier eigentlich die Freude über die Gnade und die Rechtfertigung und die persönliche Beziehung zu Jesus? Das gerät doch sehr in den Hintergrund, weshalb man sagen muss, oh schade, in welche Richtung das eigentlich gelaufen ist da im 2. Jahrhundert. Es hängt damit zusammen, in was für einer Zeit man damals gelebt hat. In der Umwelt war es wohl so, dass das Thema Verhalten, Ethik, das Mega-Bombenthema war. Und von daher wollten die Christen und mussten es vielleicht auch zeigen, wir sind die, die sich am besten verhalten, wir sind die moralischsten Leute, wir machen am wenigsten Fehler. Und ja, um damit vielleicht andere zu überzeugen, könnte eine Erklärung dafür sein, aber keine Entschuldigung. Es gibt auch noch sonst ein paar seltsame Sachen. Teilweise beim Thema Abendmahl wird das schon sehr magisch verstanden als Heilmittel der Unsterblichkeit bei Ignatius. Da hätten wir als evangelische Christen schon auch unsere Anfragen. Ebenso wie zu dem Thema Ämter. Also es wird jetzt immer wichtiger, was der Bischof sagt. Es bildet sich langsam die frühkatholische Amtskirche heraus. Und auch da mussten wir als evangelische Christen in der Reformation einiges zurechtrücken. Soweit mal zu den apostolischen Vätern. Ein kurzer Überblick. Ich empfehle euch, da mal ein bisschen reinzulesen, euch damit zu befassen, für die Semesterabschlussklausur euch ein paar von diesen Schriften zu merken. Wäre nicht schlecht, dass man sie zumindest namentlich nennen kann und ein bisschen was dazu sagen kann, das wäre sehr gut. Und damit verabschiede ich mich für heute.